Bei unserem Eintreffen hat sich die Situation so geschildert, dass zwei Angestellte in den hinteren Räumlichkeiten dieses Geschäftes eingeschlossen waren. Bei den ersten Ermittlungen konnte dann festgestellt werden, dass kurz zuvor zwei offensichtlich ausländisch, akzentdeutsch sprechende Männer ins Geschäft gekommen sind, die Angestellten aufgefordert haben, mit vorgehaltener Pistole den hinteren Bereich des Geschäftes sich zu begeben. Der zweite Täter hat in der Zwischenzeit dann mit offensichtlich einem mitgebrauchten Vorschlaghammer alle Vitrinen des Geschäftes eingeschlagen und eine bisher unbekannte Anzahl an hochwertigen, hochpreisigen Uhren an sich bringen können. Beide Täter sind dann, nachdem sie die beiden Angestellten hinten im Geschäft noch eingeschlossen haben, in unbekannte Richtung in der Innenstadt geflüchtet. Wir haben Hinweise bekommen, dass sie über den Marktsteig auf die rechte Seite der Altstadt gekommen sein sollen, aber diese Erkenntnisse sind noch nicht gesichert. Wir haben da eine vage Beschreibung. Der erste Täter, der mit der Pistole bewaffnet war, war nach Angaben der Angestellten ca. 1,80 Meter groß, hatte kurzes Haar, hat vermutlich polnischen Akzent gesprochen, war zum Zeitpunkt des Überfalles mit Blue Jeans und blauen Parker bekleidet. Der zweite Täter dürfte etwas kleiner gewesen sein, mit dunklem gelockten Haar. Dieser Täter hat dann mit dem mitgebrauchten Vorschlaghammer eben aus den Vitrinen diese Uhren erbeutet. Wir haben aber jetzt keine Erkenntnisse, wo die Raubbeute verstaut wurde, wie sie transportiert wurde. Wir haben nur eben den Hinweis, dass eben ein Mann mit dem Vorschlaghammer unterwegs ist und der zweite eben bewaffnet ist. Alle notwendigen Fahndungsmaßnahmen sind nach dem Alarmplan der Polizei eingeleitet worden und es wird durchgeführt. Natürlich, die Gefährlichkeit ist immer gegeben bei einem Täter, der sich strafbar macht im Bereich eines Raubüberfalles und natürlich die Gefährlichkeit noch unterstreicht mit der Benutzung einer Faustfeuerwaffe.